Der Ostermond und was er für wundervolle Energien hat, was er für uns alle bedeutet, das wirst du jetzt gleich in meinem Video erfahren. Und wir werden auch ein wunderschönes Oster-Vollmond-Ritual zusammen machen. Also bleib dran, ich freue mich sehr auf dich. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind in Deutschland, Österreich und Schweiz vertreten und wir sind eins der größten Online-Portale für Webinare im spirituellen Bereich. Und wenn du immer die neuesten Nachrichten aus der geistigen Welt erhalten möchtest, dann darfst du gerne meinen Kanal jetzt gleich abonnieren und ich danke dir schon sehr dafür. Der Ostermond, der Vollmond, der erste Vollmond im Frühling, ist heute um 20.59 Uhr für uns da in seiner vollsten Energie. Und ich freue mich, dass ich gerade heute am 14.04. das Video für dich posten darf, denn die Energie ist so stark, sie wird uns sehr, sehr gut unterstützen. Der Vollmond trägt uns die Energie der Fülle entgegen. Und er ermuntert uns, in der Fülle das zu ernten, was wir gesät haben. Und ich weiß, oder du weißt vielleicht ja auch, dass wir, wenn möglich, jeden Tag zusammen uns um 10 Minuten vor 20 Uhr innerlich verbinden und für Frieden manifestieren. Das machen wir schon bestimmt 2 Jahre. Und all das, was ich da in dieser Friedens Manifestation gebildet hat, das darf jetzt mit diesem Vollmond in die Fülle gehen. Das ist richtig, richtig schön. Also mein Herz geht auf, wenn ich daran denke. Dann haben wir den Vollmond mit der Fruchtbarkeitsgöttin Ostara verbunden. Und sie bringt uns natürlich als Fruchtbarkeitsgöttin die Fülle, den Neubeginn, den Frühling. Sie bringt uns neues Leben. Ganz wichtig ist der Neubeginn von etwas Schönem. Denn es ist immer, der Frühling bringt einem, ja, die warme Jahreszeit, er bringt einem schöne Dinge. Und genau das ist es, was wir über den Vollmond, über diese Energie heute spüren dürfen und auch in uns verinnerlichen dürfen, sodass sich daraus zuerst dein innerer Frieden ergibt und dann der Frieden, den du ausstrahlst im Kollektiv. Der Vollmond in der Waage. Die Waage ist ausgleichend. Sie bringt Harmonie in unser Leben. Sie löst Konflikte. Also ist es möglich, dass sich die Menschen jetzt gerade in dieser Zeit auf Augenhöhe begegnen und eine friedliche Lösung finden können. Das ist diese Vollmondenergie und sie ist so stark, sie ist so schön. Sie gibt ganz, ganz viel Hoffnung. Denn wenn ihr euch jetzt vorstellt, wir haben ja in der Politik gerade wirklich kaum Frieden. Und aber diese Friedensenergie ist da, um auch die Herzen der Politiker zu erreichen, um sie doch auch dort sanfter sprechen zu lassen, um dort eine leichtere Energie dafür beiträgt, dass doch Frieden kommen kann. Das ist tatsächlich jetzt ein Grund der Freude, finde ich. Also dieser Vollmond, dieser wundervolle Vollmond oder auch Ostermond, allein weil er ja jetzt an Ostern kommt, dieser Vollmond trägt er ja sowieso die Energie der Wiedergeburt und des Neuen. Und das wird sich also auch in den Friedensverhandlungen niederschlagen. Sie sind sehr schwer, diese Verhandlungen, wir wissen es. Aber es ist ja nichts unmöglich. Es kommen leichte Diskrepanzen von Macht und Ohnmacht spielen eine Rolle, wo wir aufpassen sollten, dass wir in unserer Gefühlswelt
uns nicht zu sehr selbst unter Druck setzen. Das heißt also, vielleicht in die Opferrolle gehen, möglicherweise uns von anderen unter Druck setzen lassen oder uns selbst unter Druck setzen. Also das beinhaltet immer das Ganze. Also wir sollten da aufpassen, dass wir immer in der harmonischen Waageschwingung bleiben. Und wenn du jetzt spürst, dass du nicht ganz in deiner Mitte bist, dann bitte ich dich, einfach mal aufzuatmen, einzuatmen oder auch mal zu stöhnen. Stöhnen, das mache ich also auch öfters mal, dann so stöhnen, und das bringt alles, das bringt so ein bisschen Druck weg. Und dieser Druck, der kann jetzt die Tage durch die Sternenkonstellationen, heißt es, kann der ein bisschen sich auswirken im emotionalen Feld. Also achtet einfach darauf, dass ihr immer wieder in eure Mitte geht. Und wenn es so ist, dass ein Druck entstanden ist, dann sprecht miteinander. Das Sprechen ist so wichtig. Das offene Sprechen und seine Gefühle zu äußern, zu sagen, ich fühle mich jetzt gerade in der Situation so oder so. Denn nur dann kann der andere das ja annehmen und verstehen. Denn so wie du dich fühlst, das kannst nur du sagen. Und von daher solltest du darauf achten, wenn du mit jemandem sprichst, dass du das offen sagst. Dann ist das Verständnis groß und man kann dann zusammen eine Lösung finden. Und das wünsche ich mir auch jetzt fürs Kollektiv, für alle Menschen, dass sie durch diese tollen Mondenergien in dieses Gespräch gehen, denn da kann sich so viel regeln und so viel Harmonie ausbreiten. Die Waage ist ja, bringt uns ja Harmonie, sie ist so die Waagschale, sie bringt alles wieder in Ordnung, ins Gleichgewicht. Und das ist das, was wir uns so sehr wünschen, jetzt gerade in dieser Zeit. Und wenn man dann nochmal in den Maya-Kalender guckt, wir haben ja da auch für den heutigen Tag Energien, dann sieht man ganz genau, dass es dort auch den Weltenüberbrücker gibt und dass der Maya-Kalender sagt für heute, das, was gestern für dich ganz schwer war, wo du keine einzige Lösung gesehen hast, das kann heute ganz leicht gehen. Und das ist eine wundervolle Sache. Also es kann heute, das besagt ja für uns, dass du heute Lösungen findest für Probleme, die du vielleicht schon ein halbes Jahr lang hattest. Mir selbst ging es heute so, wir haben in ein technisches, kleines Problem in unserem Shop, was wir gerne umstellen möchten, mit schönen Seiten, mit Downloads, mit schönen Bildern und so. Und die ganze Zeit war keine Lösung da, bis auf heute. Heute haben wir die Lösung und das werden wir dann auch umsetzen. Also es heißt, man findet heute leichter Lösungen. Die Energien, die gelten immer 3 Tage vor dem Vollmond und 3 Tage nach dem Vollmond. Also jetzt in dieser Zeit ist es möglich, wirklich gute Lösungen zu finden. Nicht nur für Probleme, sondern auch für Konflikte, vielleicht für Streit oder was man so hat. Da müsst ihr einfach mal überlegen, was könnte ich denn bei mir lösen? Was ist jetzt bei mir noch da? Was in so einer alten Energie schwingt und was da mich immer wieder traurig macht oder nicht vorankommen lässt. Der Maya-Kalender sagt auch noch, dass die Verbindung von deinem höheren Selbst zur Seele, zu dir selbst, jetzt gerade an diesen Tagen viel leichter geht. Und wenn du überlegst, dein höheres Selbst, das ist ja deine Seele, das bist du. Und wenn die Kommunikation und die Verbindung da dazu von deinem Verstand und deinem Geist richtig gut funktioniert, dann kannst du sicher sein, dass deine Entscheidungen fast keine Fehlentscheidungen mehr sind, sondern du in der göttlichen Ordnung deine Entscheidungen triffst und die dann richtig sind, weil die kommen hier so von innen aus dem Herzen heraus. Diese Verbindung zum höheren Selbst, das rate ich euch, das ist wirklich das Beste,
was man tun kann. Und ich werde es auch dann mit der Meditation euch ein bisschen in das höhere Selbst reinführen und dann werden wir mit der Vollmondenergie zusammen das für uns kreieren oder jeder von euch für euch selbst kreieren, was jetzt gerade wichtig ist. Und wir werden natürlich auch für die Erde manifestieren. Es ist wichtig, dass auch da wieder ein Gleichgewicht geschieht. Und es ist, wie gesagt, zwischen dem 7.4. und dem 17.4. die Zeit der Wunder. Es kann so viel passieren. Und deswegen möchte ich gerne mit euch auch nochmal ganz intensiv jetzt manifestieren in der Meditation. Also genießt diese wundervolle Vollmondsenergie, den Ostermond, der jetzt gerade da ist. Und ich nehme ja auch immer die Mondenergie zum Beispiel oder auch die anderen wunderschönen Energien im Universum, wenn ich einen Gesundheitsabend anbiete. Es gibt bei uns jeden Montag einen Gesundheitsabend und wir haben jetzt noch einen neuen Gesundheitsabend dazugenommen. Das ist die Übertragung der Plejadenenergie, ihr Lieben. Ihr werdet es auf der Webseite finden. Ich habe den Link hier unter das Video gemacht, wer sich da informieren möchte. Der soll das einfach mal nachlesen. Also in dem Moment verbinde ich mich mit den Plejaden, mit den Wesen der Plejader und diese Energie wird übertragen, heilende Energie. Ihr könnt das sowas von genießen, es ist einfach wundervoll. Natürlich gibt es auch, wer sich noch mehr für die Plejaden interessiert oder von Andromeda, es gibt die Schulen bei uns, die Plejadenschule, die Andromeda-Schulen. Auch da könnt ihr euch informieren, der Link ist unter dem Video und es ist einfach jetzt gerade in der aktuellen Zeit so wichtig, sich mit diesen Wesen zu verbinden, weil sie gehören ja alle zu uns. Sie sind alle Wesen aus Gottes Schöpfung. Das darf man nicht vergessen und sie sind da. Es ist keine Erfindung, es ist keine Spinnerei. Es ist einfach so. Ja, ihr Lieben, und jetzt lade ich euch ein zu dieser Meditation. Ich habe hier das Auraspray der Fülle natürlich, damit wir noch mehr in die Fülle hineinkommen. Ich schicke auch mal ein bisschen rüber zu euch von dieser Fülle und ich wünsche euch ganz viel Freude jetzt gleich. Geliebtes Menschenkind, geliebte Menschenfamilie, voller Freude darf ich dich begrüßen. Voller Freude darf ich dich einladen zu dieser gemeinsamen Meditation der Fülle. Meditation, die dich dazu bringt, deine Visionen und deine Ziele in deinem Herzen zu finden. Und so werden wir damit beginnen, dass wir uns mit dem höheren Selbst verbinden. Dazu schließt du einfach deine Augen, deine physischen Augen, denn dadurch öffnet sich dein drittes Auge, dein inneres Auge. Und in diesem Moment spürst du die wundervolle Vollmondenergie des Ostermondes, die heute so intensiv strahlt. Und diese Energie wird in dieser Meditation für immer sein. Sie wird jetzt fließen und jedes Mal, wenn du es anhörst, auch wenn es erst in ein, zwei Jahren sein würde, würde die Energie immer noch genauso stark sein wie heute in diesem Moment. Und so öffne nun dein Herz, empfange die Vollmondenergie und spüre die sanfte Liebe, die Harmonie und die Freude. Dehne dich mit diesen Gefühlen aus und spüre, wie es dir ganz leicht wird. Spüre auch, wie deine Gedanken
wie kleine weiße Wolken am Himmel vorüberziehen und erlaube dir, dich in die Energien fallen zu lassen. Und nun bitte deine Seele, dich mit deinem höheren Selbst zu verbinden. In diesem Moment erscheint eine große Energiekugel in deinem Herzen, golden schimmernd, welche hinaufwandert in deinen Geist. Spüre, wie dies jetzt geschieht. Und spüre, wie diese Energiekugel sich in deinem Geist ausdehnt. Und spüre, wie nun die Energie zwischen deinem Geist und deinem Herzen hin und her fließt. Die Verbindung zu deinem höheren Selbst wird jetzt hergestellt. Die Strömungen werden langsamer und ein einziger großer goldener Ball entsteht. Ein Energieball, in welchem du jetzt schwebst. Das bedeutet, dass du nun verbunden bist. Spüre diese Energie. Spüre auch, wie du ganz ruhig geworden bist und spüre diese andere Stille, diese besondere Stille, die sich so weit und groß anfühlt. Und nun spüre noch einmal die Ostervollmondenergie. Sogleich kommt noch ein weiteres Licht hinzu. Und dieses Licht des Mondes unterstützt dich nun, deine Visionen entstehen zu lassen. Und so lass nun Bilder entstehen, die deiner Fülle entsprechen. Bilder für Situationen, wo du gerne die Fülle bei dir hättest. Ich gebe dir ein wenig Zeit, damit du diese Bilder empfangen kannst. Und so ist es geschehen. Der Mond strahlt mit seiner wohlwollenden Energie zu deinen Visionen, zu deinen Bildern. Du spürst Kraft und Freude. Und du spürst, wie du nun so tief verbunden bist mit dem ganzen Universum. Und vielleicht kannst du sehen, wie deine Wünsche vom Universum aufgenommen werden und wie sich die Fülle in dir verankert. Denn alle lichten Wesen sind bei dir.
Sie haben dich begleitet. Sie haben dich unterstützt. Und genau in diesem Moment fühlst du, wie sehr du geliebt wirst. Du fühlst, dass du ein Teil vom Großen und Ganzen bist und die Liebe dich umgibt. Es ist ein so schönes Gefühl der Zugehörigkeit und das Neue, was beginnen darf, trägt das Licht der schönsten, vollkommensten Liebe aus den göttlichen Feldern deines Schöpfers. Und so trage diese Bilder in deinem Herzen und danke allem, was ist, dafür, dass du heute Teil dieser Energien sein durftest und dass sich alles erfüllen wird, was dem Guten und dem allerhöchsten Wohle der Menschen dient. Und dann komme langsam wieder in dein Hier und Jetzt zurück und spüre diese neue Freiheit, die du trägst. Spüre die Zuversicht und die Kraft, die jetzt in deiner Seele ruht. Dann bewege Hände und Füße und sei wieder ganz hier. Ich danke euch sehr, dass ihr mitgemacht habt. Und ich kann sagen, ich fühle mich richtig, richtig frei, richtig gut. Ihr dürft mir gerne unten in den Bemerkungen schreiben, was ihr gefühlt habt, wie es für euch war, jetzt diese Vollmond-Meditation. Und ihr dürft es auch gerne liken, mein Video. Und mit euren Freunden teilen, natürlich. Ich freue mich sehr auf euch beim nächsten Video. Habt eine wunderschöne Zeit. Bis dann.